Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es das letzte von den 5 Pilates Bikini Bauchworkout. Flachen Bauch, schlanke Taille, Vorbereitung für die Sommerfigur. Ich bin schon unten auf den Knien, also kommt auch dort runter, weil wir starten im Kniestand gleich mit den schrägen Bauchmuskeln. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, freue ich mich über einen Kommentar von euch, über ein Like. Abonniert meinen Kanal für die weiteren Workouts, die kommen. Ich kann euch verraten, es wird sehr, sehr viel jetzt kommen Richtung Sommerfigur. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. So, wir starten mit der ersten Übung. Ihr kommt dazu in den Kniestand, richtet euer Becken schon vorbereitet ein bisschen auf, dass ein kleines Hohlkreuz da ist. Das rechte Bein wird zur Seite, abgespreizt, die Arme heben an, Schultern ziehen tief. Ausatmen, startest du in eine Seitneigung nach links, Hände kommen an den Hinterkopf. Mit der Einatmung kommst du in die Mitte, ziehst die Schultern tief. Ausatmen, Seite. Einatmen, Mitte. Aktiviere die Körpermitte. Ausatmen. So wie du es gelernt hast bei mir. Den Beckenboden als erstes, dann den tiefen Bauchmuskel, dann die schrägen Bauchmuskeln. So weit in die Seite reingehen, dass du die Anspannung hier auf deiner rechten Seite merkst. Die schrägen Bauchmuskeln. Mit deiner nächsten Ausatmung bleibst du in der Seite drin. Du atmest aus. Bleibst drin, mit der Einatmung drehe dich mal nach oben. Mit der Ausatmung drehe dich nach unten, ohne dass dein Becken sich mitbewegt. Atme ein, drehe nach oben. Atme aus, spanne mir noch mehr das Muskelkorsett an, drehe nach unten. Ein, nach oben. Ausatmen, Körpermitte aktiviere, nach unten. Wichtig bei der Übung, nicht rauszukommen aus der Seitneigeposition. Du rotierst in der Variante. Einatmen, drehen und das sollte jetzt gut spürbar sein. Noch zweimal mehr. Ein letztes Mal noch. Und dann federn wir dreimal in der Rotation oben. Drei, zwei, eins und ausatmen, dreh dich langsam nach unten. Das ist der Endsport. Drei, zwei, eins. Ausatmen, dreh dich nach unten. Die letzten zwei Wiederholungen noch. Eure Ellenbogen sollten dabei weit außen bleiben. Ein letztes Mal noch. Und ausatmen. Einmal ganz kurz zu mir drehen. Einmal in einen Stretch absetzen. Hier zweimal tief ein- und ausatmen, um den Bereich kurz zu entspannen. Und dann kommst du in die Mitte. Du drehst dich einmal zur Seite, setzt die Hände auf, streckst dich spannungsvoll ins Brett. Kommst wieder in eine Plank-Position runter. Spannung von Kopf bis Fuß, wie ein Brett. Mit der Ausatmung öffne mir mal nur das rechte Bein mattenbreit auseinander. Mit der Einatmung tappe wieder auf. Bleibe nur rechts. Aus. Und ein. Muskelkorsett aktivieren. Beckenboden, Bauchdeck. Kleine Doppelkinnposition, das gesamte Alignment beim Planken muss stimmen. Ist ja im Endeffekt nicht nur eine Bauchübung, eigentlich eine Ganzkörperübung. Noch zwei Wiederholungen mit rechts, dann wechseln wir auf links. Die letzte. Und wechsel links. Ausatmen, links mattenbreit öffnen, ungefähr. Einatmen, ransetzen. Aus, links öffnen. Ein, ransetzen. Falls du eine Pause brauchen solltest, nehme sie dir. Gesundheit geht immer vor. Ich merke es schon ganz gut, ich hoffe, ihr zu Hause auch. Die letzten drei. Dann gibt es eine ganz kurze Pause. Noch zwei. Die letzte. Und die Knie setzen ab. Schalt. Oh, Schulternackenbereich entspannen. Schultern tief ziehen. Puh, aufrollen nach oben. Weiter geht's. Andere Seite. Nach vorne kommen. Wir wechseln. Becken ein bisschen aufrichten. Linke Bein kommt jetzt zur Seite raus. Arme locker annehmen. Die Seitneigung
ausatmen und einatmen, in die Mitte kommen. Ausatmen, Seite. Ein, Mitte. Sehr gut. Zentrierung bitte nicht vergessen. Jetzt ist die linke Seite gefragt. Ne? Hier solltet ihr das spüren, die schrägen Bauchmuskeln links. Ellenbogen weit außen bei der Übung bitte. Wenn du es nicht spüren solltest, liegt es oft daran, dass du nicht zu weit reingehst in die Bewegung, dass du mir zu früh aufhörst. Es kann individuell sehr unterschiedlich sein. Erlebe ich auch immer in meinen ganzen Kursen. Der eine merkt es früher, der andere später. Ihr bleibt in der Seite jetzt drin. Die Rotation. Einatmen nach oben, rotieren, Becken stabil halten. Ausatmen nach unten, auch Becken stabil. Einrotieren. Beckenboden, Bauchdecke aktivieren. Ausatmen nach unten. Ein. Aus. In der Seite drin bleiben. Ein und aus. Noch zwei weitere Male. Jetzt gleich kommt noch der Dreier bei uns für 4 Wiederholungen. Feder oben, dreimal, atme ein. 3, 2, 1, langes Ausatmen, langsame Bewegung runter. 3, 2, 1, drehen. Jetzt 2 noch. Und eine noch. Ausatmen, zu mir nach vorne drehen. Einmal ganz kurz absetzen, aufdehnen, ein- und ausatmen. In die Mitte kommen, einmal drehen zur Seite, Hände aufsetzen, Spannung, Brett, Unterarme, Plank. Jetzt schiebe dein Po einatmen, ein bisschen zur Decke, wie in so ein Upstretch. Mit der Ausatmung spanne kraftvoll die Körpermitte an, komme zurück ins Plank. Einatmen, Po zur Decke. Ausatmen, Körpermitte aktivieren, Plank. Wiederhole in deinem Tempo. Ellenbogen unter den Schultern. Immer gerne, wenn du merkst, das Alignment stimmt nicht, positioniere nach. Manchmal rutscht man ja auch ein bisschen über der Matte, ne? So, ich hoffe, die Bauchmuskeln sind bei euch allen zu Hause zu spüren. Sind noch 3. Nur noch 2. Und gehe über in die letzte Upstretch-Bewegung. Gehe langsam rein ins Plank. Halte für einen kurzen Moment. Noch mit mir. Halten. Fokus, Alignment, tiefe Schultern. Körpermitte, Spannung, aufbauen. Von Kopf bis Fuß lang gestreckt. Und setze die Knie ab und lass dich auf den Bauch sinken. Drehe dich jetzt auf den Rücken. Die letzten Sequenzen in der Rückenlage. So, bei der Übung jetzt, wir crunchen. Ganz klassische Crunches. Ist es jedoch wichtig, dass du die ganze Zeit ein kleines Hohlkreuz behältst, weil würdest du mir das Becken kippen, haben wir den tiefen Bauchmuskel nicht mehr in der Aktion, weil da lege ich jetzt bei euch zu Hause den Fokus drauf. Also, neutrale Beckenposition bleibt. Hände kommen an den Hinterkopf. Ihr kommt mit der Ausatmung nach oben, ohne dass das Becken kippt. Mit der Einatmung senkt ihr ab. Ihr konzentriert euch jetzt nur auf eure Bauchdecke. Ihr schaut, wenn ihr cruncht, dass diese flach bleibt, zu keinem Moment der Übung nach oben hochkommt. Muskelkorsett aktivieren, aus, hoch. Einatmen, sinken.
Wenn du unsicher sein solltest, nehme mal eine Hand vom Kopf weg, lege sie im Bereich des unteren Rückens und spüre nach, dass keine Bewegung dort stattfindet. Jetzt gehen wir über ins Federn. Ihr atmet aus, wir federn. 4, 3, 2, 1, einatmen, absenken. Bouncen, 4, 3, 2, wichtig, die Ellenbogen sind außen. 4, 3, 2 und konzentriert euch mal jetzt noch mal mehr, die gesamte Bauchdecke runterzuziehen. Am liebsten möchte die Bauchdecke komplett durch die Wirbelsäule nach unten zu eurer Matte. Stellt euch das mal vor. Das Ganze wird jetzt intensiver. Du achtest immer noch weiter auf die Hohlkreuzposition. Nehme das rechte Bein nach oben, feder weiter. Und atme ein, lege dich ab. Lehne das linke Bein nach oben, feder weiter. Und absenken. Jetzt bleiben die Beine in dieser Position. Kontrolle, Becken liegt im Hohlkreuz. Vierer Bounce. Ist der Endspurt. Noch zwei Wiederholungen. Wenn du nicht im Hohlkreuz liegst, wird dir die Übung wahrscheinlich als leicht erscheinen. Wenn du im Hohlkreuz liegst, solltest du es jetzt gut spüren. Und lege dich jetzt einmal ganz kurz ab. Komm mal kurz ins Bäckchen rein. Und jetzt kippt das Becken, der untere Rücken hat Kontakt zur Matte. Gerne auch kreisen lassen, das was jetzt für dich angenehm ist. Sehr gut. Und dann gehen wir über in die allerletzte Übung für heute. Jetzt liegt der untere Rücken auf der Matte. Die Beine kommen nach oben. Die Arme locker rechts und links. Wir kommen in die Becken-Hips rein. Das Becken hebt. Ausatmen ein bisschen von deiner Matte an. Mit der Einatmung senkst du es ab. Ausatmen, heben. Einatmen, senken. Aus. Und ein. Aus und ein. Wir arbeiten beim nächsten Mal über zwei Atemzüge. Ausatmend hebe das Becken an. Einatmend halte dort. Ausatmen vielleicht so ein bisschen weiter hoch, auch wenn es nur ein Millimeter ist. Und einatmend senken. Ausatmen, heben. Ein, Pause. Aus, ein bisschen höher. Ein, senke ab. Versuche den Schulter-Nackenbereich dabei zu entspannen. Ne, guck mal zu Hause, wo sind eure Schultern? Merkt man oft gar nicht, dass die vorne sind. Sehr gut. Ist der Endspurt. Noch 4 Wiederholungen. Aus, heben. Ein, Pause. 2 und senke ab. Noch 3. Die letzten 2. Und die allerletzte Wiederholung. Und danach stoppe, komme ins Päckchen rein, einatmen. Und jetzt mal die Beine lang über die Matte ausstrecken, die Arme zurückholen und gerne mal so ein bisschen jetzt strecken, das Gefühl zu haben, du machst dich jetzt hier lang und du dehnst deine Bauchmuskulatur auf. Und dann könnt ihr gerne noch einen kurzen Moment liegen bleiben. Ihr seid durch, das Workout durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich komme mal über die Seite nach oben und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Alex, macht's gut.